Er ist das Problem. In meinen Augen legt Pharrell sehr, sehr viel Feuer. Oh, was kommt jetzt? Die heutige Challenge ist die schlimmste Challenge, die wir bei Are You The One jemals hatten. Und der Experte hat gesprochen. Die wollen mir sagen, die haben das Spiel verstanden. Dann haben sie aber ein bisschen spät angefangen zu spielen. Alter, so noch viel mehr gibt's in der 14. Folge von Are You The One? Woo! Ja, Leute, man muss schon wieder sagen, es sind gar nicht mehr so viele Folgen, bis wir beim Finale ankommen. Wo ist nur die Zeit geblieben? Die Kandidaten waren ja bei der letzten Folge bei der Matching Night und haben da wieder grandios versagt, sind am Boden zerstört. Man fragt sich so, kriegen die überhaupt noch was gebacken? Wahrscheinlich nicht. Genau, noch starten wir wieder rein. Wer sich natürlich aber trotzdem alles angucken will, kannst du natürlich auf RTL Plus machen. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ansonsten könnt ihr auch einfach hier euch zurücklehnen und genießen und alles aufbereitet sehen, weil ich kriege was gebacken und wir gucken mal. Freue ich mich drauf. Kann ich mir eine Tüte Popcorn hier hinstellen? Nächste Matching Night. Nie mehr als drei Lichter. Nein, wir hatten die nie mehr als drei Lichter. Sechste Night, ne? Sechste, ne? Scheiß Ergebnis, ja. Oder? Das ist Enttäuschung pur. Und die Kandidaten können es auch einfach nicht fassen. Ich meine, sie setzen sich auch einfach die ganze Zeit nur komplett random hin und hoffen einfach mal, gucken, was passiert. Ganz von der Taktik sind sie noch nicht rangegangen oder ich habe sie noch nicht erkannt und ganz viele Masterminds sind dahinter. Aber wir bleiben mal gespannt. Mit der wunderbaren Laune schicke ich euch jetzt wieder zurück in die Villa. Aber Hauptsache Franzi freut sich, ne? Sophie hat das ein bisschen gehässig gesagt. So, in eurer tollen Laune könnt ihr jetzt in die Villa zurück. Und Franzi, wuhu, dankeschön, vernetzen die, ja, tschüss. Hier ist alles super. Bei der Matching Night kam natürlich aber noch heraus, dass Luca Amadou Carina angeboten hat, falls Isabel ausziehen sollte. Und da hat sich Isabel auch gefragt, so, Moment mal, was bedeutet das eigentlich für mich? Und wenn ich jetzt ausgezogen wäre, hätte er dann was mit ihr gehabt? Nein, glaube ich nicht. Oder mit einer anderen? Glaube ich aber nicht. Wenn Amadou jetzt ausziehen würde, würde ich nichts jetzt so direkt mit einem anderen Typen so anfangen. Er allerdings vielleicht schon. Okay, es wurde nie irgendwie wirklich bestätigt oder groß gesagt, dass er dann direkt loslegen würde. Allerdings verstehe ich das schon, wie Isabel ein bisschen enttäuscht ist. Und das zeigt doch mal wieder, wie Isabel drauf ist, ne? Sie möchte Loyalität, das ist ihr ganz schön wichtig. Richtig süß. Weil jetzt natürlich aber die Matching Night so katastrophal war, haben sich manche gedacht, Leute, wir brauchen mal langsam eine Taktik. Wir sollten mal irgendwie mit einem Plan rangehen. Und dann denkt sich Gina so, hat jemand hier gerade Mastermind gesagt? Das bin wohl ich. Also, weißt du Bescheid, was du nächste Matching Night machst? Ansonsten gibt's einen Knüppel von mir. Raus bei mir unten durch und gut ist. Ihr wählt euch. Ist mir scheißegal, ob ihr euch mögt. Ihr seid ein Perfect Match. Sie könnten immer noch voll kein Perfect Match sein, aber da sie bei einigen Matching Nights zusammensaßen, wo dann auch mehr Lichter angegangen sind im Regelfall, könnte man ja natürlich vermuten, dass sie eins sind. Deswegen wäre es ratsam, es herauszufinden. Gina, das ist gar keine so dumme Idee. Da muss ich sogar mal klatschen. Amadou spricht aber Pharrell dann auch nochmal auf dieses kleine Gerüchteproblem an und wir können schon ahnen, das wird super. Ich habe ihm einfach nur gesagt, guck mal, meine Sicht, wie ich das finde. Ich habe da meine Meinung, was ich mir so gedacht habe. Ich weiß, es kommt nicht immer gut an. Aber Pharrell, was du da erzählt, das ist nicht meine Meinung. Du hast einfach eine Information bekommen, dazu irgendeine Behauptung aufgestellt und gesagt, ja, so ist das wohl wahrscheinlich, ne? Meine Meinung. Das ist ja vollkommener Quatsch. Wenn Isabelle doch erzählen können, Amadou ist Veganer und du sagst dann so, ach so, er hat Höhenangst. Aha, das verbreite ich jetzt als Gerücht. Kein Zusammenhang. In meinen Augen legt Pharrell sehr, sehr viel Feuer. Ich an deiner Stelle, ich hätte diese Information erstmal bei mir gespeichert. Ich bin aber nicht so. Ich bin aber nicht so. Ja, aber das ist schon ein Problem. Ich finde aber gut, dass Amadou es auch so strikt adressieren kann, was das Problem ist, wie man das hätte lösen können, wie man das besser machen können. Ich glaube, nur Pharrell versteht das nicht so ganz. So ein Typ, wenn ich ihm helfen kann oder Tipps geben kann, dann sage ich das gerne. Und ich bin aber auch so ein Typ, wenn ich Feuer legen kann oder irgendwelche Probleme bereiten kann. Call me in, da bin ich auch dabei. Ich habe nicht gesagt kann, ich habe es könnte sein. Da frage ich mich doch. Hörst du dich selber reden? Ich glaube nicht, weil in dem Bezug ist kann und könnte irgendwie so ziemlich das Gleiche, ne? Aber Pharrell, lass mal gut sein, ne? Du hast Feuer gelegt, alle anderen sind nicht drauf eingegangen, sondern denken sich nur so, was ist das für ein Typ? Wir wissen es nun erstmal. Dann ist aber auch schon ganz schön schnell ein neuer Tag und die Kandidaten sind so, es gibt bestimmt eine geile neue Challenge. Ich bin echt sehr gespannt auf die Challenge, Leute. Ich glaube, cool Challenge. Denkst du? Findest du es schlimm, wenn ich den Amadou küssen würde? Nö. Gönn die einfach, Girl. Aber es ist jetzt auch nicht schwer drauf zu kommen, dass es eine Kuss-Challenge sein könnte, weil gefühlt jede Challenge dort ist eine Kuss-Challenge, oder? Dieses gesamte Game, die gesamte Sendung ist eine Kuss-Challenge. Beim Kussspiel bin ich tatsächlich überlegt, ob ich das wirklich mache. Na, einfach weil, nicht weil ich jetzt sage, nee, ich bin nicht so eine, sondern eher, weil ich das nicht, also oh, Respekt so, zu mir, ne? Nee. Nee, so weit würde ich jetzt auch nicht gehen. Das ist ja auch wieder Quatsch. Ja, da hat Maurice nochmal ganz kurz gehofft. Aber nee, man hat einfach da nicht so großen Respekt vor dir, Maurice. Sieh es bitte endlich ein. Aber was ist jetzt die große Challenge? Ah, oh, was ist das denn? Der Schweiß ist heiß. Leute. Der Schweiß ist heiß. Ich weiß nicht warum, aber ich traue Are You The One gerade zu, dass die Männer irgendwas machen müssen und die Frauen dann irgendwann den rumlecken müssen. Oh Gott, ich kotze gleich. Das könnte passieren. Das ist so sicher wie dieses Abend in der Kirche und Scheiß. Die heutige Challenge
ist die schlimmste Challenge, die wir bei Are You The One jemals hatten. Sagen wir so, Schweiß ablecken ist immer noch vorne mit dabei. Es ist noch möglich. Was ist es denn jetzt? Damit die Mädels euch den Schweiß vom Körper sammeln können. Aber nicht ablecken, oder? Nicht ablecken. Was ist das denn für eine Frage? Eine ziemlich berechtigte Frage bei dieser Sendung. Ja, die Männer müssen jetzt Sport machen, die Mädels müssen irgendwie den Schweiß auffangen mit Gefäßen und anderen Hilfsmitteln. Das bedeutet nicht mit der Zunge, Gott sei Dank. Ja, jetzt werden Teams gebildet. Ich spiel, keine Ahnung. Um die Sache komplett vom Tisch zu räumen, sage ich mal, oder das auszuschließen, haben wir gesagt, heute spielen wir zusammen. Oh, und sie dürfen selber Teams wählen und die meisten wollen sie ja eh die Matchbox haben. Man könnte es jetzt perfekt manipulieren, dass die beiden sich richtig anstrengen, die anderen so ein bisschen, kleines bisschen strampeln und dann kriegen die Matchbox, aber Gott, das könnte weiterhelfen, sie könnten es schaffen. Sie machen das eh nicht, oder? Ich bin der Meinung, dass wir mal alles durchprobieren sollten und ich habe bei ihm auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Die Frage ist, bist du dieser Meinung auch bei der perfekten Matchwahl, Gina, oder nur generell? Das wollte ich mal ganz kurz gefragt haben. Egal, wir gehen los zur Challenge. Das sieht aber auch anstrengend aus. Ich möchte mal ganz kurz anmerken, dass Sophia Thomalla dafür wahrscheinlich richtig, richtig gut bezahlt wird. Also sie stellt sich eigentlich dauernd nur hin, beleidigt Kandidaten und sitzt jetzt gerade im Schatten und schlürft ein Getränk. Also ich kann mir meinen Job auch schlimmer vorstellen. Komm her, sammel die Tropfen des Erfolgs. Sammel die Tropfen des Erfolgs. Ja, diesen Satz kann ich mir irgendwie bei Fabio auch in anderen Szenarien vorstellen. Mhm. Schlussendlich gibt es aber zwei Gewinnerpärchen und das erste ist das hier. Amadou und Cecile. Yeah. Glückwunsch. Einmal hier zu meiner Rechten. Oh, bei den beiden muss ich allerdings sagen, war ich auch gespannt, was da rauskommen könnte, weil da gab es ja auch schon mal so Gefühle und Gedanken, dass sie zusammen perfekt Mensch sind. Gute Entscheidung. Und jetzt hoffentlich Ricardo und Maurice, ne? Fabio und Gina. Sehr gut. Gina gestern so, ihr wählt euch auf jeden Fall fürs Perfect Match. Ihr strengt euch an, damit ihr in die Matchbox kommt. Auch Gina, ich glaube, ich rock die Challenge jetzt mit Fabio. Das wird bestimmt super. Gut, dann ist das jetzt auch erstmal wieder verschenkt gewesen. Gute Idee. Aber dann steht natürlich jetzt erstmal auch das Date an. Sie muss mich jetzt überzeugen, dass ihr ein Perfect Match sind. Warum muss sie dich denn überzeugen? Warum überzeugt ihr hier einfach nicht gegenseitig? Das wäre doch viel klüger. Leute, ich seh Flaschen. Alkohol. Ich seh Wein. La mia ragazza. Endlich wieder saufen. Ja, nach dieser trockenen Hölle in der Villa kann man endlich mal wieder mit Alkohol vergnügen. Wow, was eine Abwechslung. Eil, das ist cool, danke. Ich glaube, dass wir ein Perfect Match sind, weil er so ein paar Eigenschaften hat, diese Fürsorglichkeit, immer gute Laune und das ist mir wichtig. Hä, Gina, ich dachte, es ist dir wichtig, wenn ein Mann ganz viele andere Frauen hat und dich wie ein Dreck behandelt. Kannst du dich mal bitte entscheiden, was für fürsorglich denn jetzt? Gut, die Paare sind jetzt aber erstmal im Wein schnampfen, das macht ja auch wieder super, super viel Spaß und wir richten unseren Blick mal ganz kurz in die Villa, weil zwei alte Tulteltauben haben wieder zueinander gefunden. Ich kämpfe absolut für Anna, ich gebe mir Mühe. Wir sind offen, aufsteigenden Ass, dass sie sich auf mich wieder einlässt auch. Nicht deren Ernst einfach. Anna liegt da schon wieder rum und deckt dann mit denen rum. Was ist das denn? Anna, reiß dich doch mal zusammen. Ein richtiges Brett, wirklich so eine Frau, wo ich mir so vorstellen könnte, irgendwann mal eine Familie mit ihr zu haben. Und sagt man nicht immer auch gerne über seine zukünftige Frau. Das ist so eine Schlampe, die von Bett zu Bett hüpft. Oh, Micha, wow. Ich kann mir vorstellen, dass die sich morgen einfach direkt schon wieder fetzt, wenn Micha wieder irgendeinen Scheiß baut. Wirklich. Gut, tiefsinnige Gespräche, dafür sind wir aber auch bei Are You The One. Die wollen wir ja sehen, bekommen sie nie. Aber wir wollen sie sehen und wir gucken mal bei Gina und Fabio. Oh. Lass mal riechen und dann... Riechen. Ja, ja, vorzüglich. Meine Reaktion, wenn ich den 4,99 € Tetrapack Wein hole und nicht den 3,99 € Tetrapack Wein. Vorzüglich. Züglich. Probier mal den Käse. Das war, glaube ich, das unästhetischste Käsefüttern, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Na gut. Ich hätte nicht gedacht, dass ich bei Gina tatsächlich in die Platz 2 bin. Hm? Sie ist nicht mal in meine Top 3. Warum haben die sich dann freiwillig für die Challenge gewählt? Und warum haben sie sich dann so angestrengt, wenn die eh nicht glauben, dass sie jetzt ein Perfect Match sind? Wir passen mit uns beiden. War, als wir auch darüber gesprochen haben, dass meine Mom gerne die Ellbogen aushört. Du meintest direkt so, ja, so bin ich auch. Oh, du bist auf jeden Fall krass, meine Mom, ey. Da hab ich mir gedacht so, ja, das kenne ich schon, kann ich bestimmt mit umgehen. Sehr schöne Erklärung, aber wenn man es mal ganz kurz runterbricht, hört doch bestimmt auch jede Frau gerne, boah, du bist voll wie meine Mom. Ja, da war Cecile das Höschen wahrscheinlich sofort weggeflattert. Ich meine, wahrscheinlich sind beide wieder übrig geblieben und mussten einfach mal loslegen, aber trotzdem. Die beiden unterhalten sich trotzdem sehr schön und ich merkte irgendwie einen gewissen Vibe, ne? Meine Mutter sagt doch immer, Cecile, du schaust an den Richtigen vorbei. Nicht, dass sie schlecht sind,
sondern einfach die nicht zu mir passen. Aber du brauchst auf jeden Fall einen Mann, der also, so ein bisschen auffängt, genau, oder der deine Energie so ein bisschen umwandelt, genau, und nicht noch zusätzlich Öl so ins Feuer gibt. Genau. Ja, und ich glaube, da schießt man bei Cecilia vor den Schwarz. Und ich glaube, so ein Mann, der so ein Ruhepol in ihrem Leben ist, wäre auch richtig geil für sie. Und Amadou ist, ja, ja, fühle ich. Bitte lass die Perfect Match sein, finde ich super. Die kommt zurück, die werden die Matchbox gewählt. Ich sehe, alles schon kommen. Die kriegen das jetzt hin, oder nicht? Ja, wir denken schon, dass wir ein Perfect Date sein können. Wenn Cecilia und Amadou ein Perfect Match sind, dann wäre das natürlich doof für mich. Bin ich dir ehrlich, dann würde ich auch Matchbox heute verkaufen. Alter, wie kann man denn nur die ganze Zeit so egoistische Kacke machen? Warum das denn jetzt schon wieder? Och Gott, die sind sowieso nur noch eine Woche da drin. Boah, wenn der das macht, raste ich aus, ne? Dann raste ich aus. Welche, die wissen noch gar nicht, wo sie hingehören. Dann wäre das doch schlauer, welche reinzuschicken, wo man noch nicht weiß, wo die hingehören, damit man ein bisschen Ausschlusskriterium machen kann. Ist nicht Maurice der, der immer am lautesten brüllt, wenn es ein No-Match gibt? So, ey, was haben wir denn jetzt hier von der Erkenntnis? Und jetzt so ankommen? Alles klar. Und ich glaube, die Leute, die gar keine Ahnung haben, die kann man doch nicht jetzt noch in die Matchbox schicken, weil das hilft ja gar nicht weiter. Und zusätzlich muss man auch mal sagen, nur weil du denkst, dass du eine Ahnung hast, heißt es ja nicht, dass du ein perfekter Mensch seid. Oh Gott, diese Leute können dieses Spiel einfach nicht, ne? Gut, die anderen Kandidaten hören natürlich jetzt aber, dass Maurice verkaufen will und wollen ihn überzeugen. Kommt mir bloß nicht mit dem scheiß Argument, wir sind ein Team, Alter. Ich schwöre. Warum? Weil wir kein Team sind, Bruder. Ja, ach. Also. Und ich sorge dafür, dass es so bleibt. Toll, Maurice. Ich möchte am liebsten auch noch nicht gehen, aber es ist das Spiel und ich muss einfach an das Spiel denken. Danke, Cecilia, und danke für diese richtige Einstellung. Ich liebe sie auch dafür, weil seit der ersten Folge sieht man sie wirklich so, wir müssen das Spiel gewinnen, wir müssen uns anstrengen, wir legen hier los. Und alle sind so, lass mal einfach rumknutschen und hoffen, dass wir nicht rausfliegen. Und sie so, wir kämpfen für das Geld. Ich liebe das. Cecilia hat den Kampfgeist, den ich sehen will. Ich liebe das. Das war auch bei Prominent getrennt schon so. Das finde ich geil. Die wollen mir sagen, die haben das Spiel verstanden. Dann haben sie aber ein bisschen spät angefangen zu spielen. Darf ich anmerken, dass ich diese pseudo-intellektuellen Quotes von Maurice auch immer super schrecklich finde, weil die haben einfach gar keinen Inhalt. Wenn man sich mal diese Aussage genau anhört, denkt man sich so, was soll das jetzt aussagen, Maurice? Nichts. Naja, aber es gibt ja trotzdem eine Wahl, wenn die Matchbox darf. Ah, Amadou und Cecilia. Wie überraschend, damit hat jetzt ja gar keiner gerechnet. Und dann war der Cut der Folge. Also es wird noch angekündigt, dass verkauft werden könnte. Es gibt dann Leute, die immer wieder fragen, hey, was bedeutet das denn verkaufen? Ja, was soll das denn bedeuten? Sie kriegen die Antwort nicht auf die Matchbox, aber kriegen mehr Geld in den Pot. Warum versteht ihr diese Frage immer? Aber egal, es wird noch gefragt, ob verkauft werden möchte. Der Preis wird nicht genannt, wer gefragt wird, wird nicht genannt. Da müssen wir auf die nächste Folge warten. Wir bleiben ganz gespannt. Ja, und Leute, ich hoffe, ihr hat das Video dann gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten schreibt mir eure Gedanken in die Kommentare. Hier könnt ihr auf andere Sachen draufklicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.